So, liebe Medienvertreter, dann darf ich Sie ganz herzlich begrüßen zur heutigen Pressekonferenz vor unserem Heimspiel, dem letzten Heimspiel der Saison. Sonntag 15:30 gegen Greuther Fürth hier auf dem Betzenberg. Ich begrüße seinen Cheftrainer Konrad Fünfstück und unseren Mittelfeldspieler Ruben Jensen. Und bevor wir loslegen, natürlich noch was ganz Wichtiges. Ruben Jensen feiert heute nämlich seinen 28. Geburtstag. Und da haben wir natürlich, eine Sekunde, lieber Ruben, haben wir natürlich auch dran gedacht mit Kerze. Und haben hier sehr schön, ne? ein kleines Präsent. Wahrscheinlich besser erst nach dem Training essen. Ja. Unter uns gesagt, es ist Triple Schoko mit eingebauter Zuckerschockgarantie. Aber davon darf der Trainer nichts wissen. So, dann kommen wir aber auch schon zum Wesentlichen, nämlich zum Spiel am Sonntag. Stand jetzt konnten wir für die Partie 21.600 Tickets verkaufen. Zudem der wichtige Hinweis, die DFL hat uns gebeten, nochmal deutlich zu machen, die Spiele an den letzten beiden Spieltagen müssen alle zeitgleich angepfiffen werden. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, das Spiel nach hinten zu verschieben. Das heißt, egal, wenn die Leute noch draußen stehen und es zu viele sind, das Spiel kann nicht später angepfiffen werden. Also bitte alle rechtzeitig anreisen. Dann noch eine kleine Information bezüglich des Trikots. Zum einen wird der FCK am Sonntag zum ersten Mal in den neuen Heimtrikots spielen, die dann in der kommenden Saison unsere Trikots sein werden. Das heißt, es ist das erste Mal, dass die Trikots zu sehen sind. Und für das Spiel am Sonntag verzichtet unser Hauptsponsor Magstar auf die Darstellung auf der Trikotbrust. Stattdessen werden die Betze Engel, die soziale Aktion des FCK, zu sehen sein. Also auch hier eine tolle Aktion. Können Sie gerne darüber berichten. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne noch an uns wenden oder auf unseren Online-Kanälen schauen. Dort finden Sie dann auch, wenn er bekannt ist, den Schiedsrichter der Partie am Sonntag. Der ist noch nicht bekannt gegeben. So, jetzt zum Sportlichen. Conny, vergangene Woche gab es einen 4:1 Auswärtssieg beim FSV Frankfurt. Trotzdem ist nicht nur mir aufgefallen, dass du dich nach dem Spiel zumindest nach außen nicht so richtig freuen konntest. Hatte das spezielle Gründe? Ja, sehr interessant, wie jede Mimik und jede Gestik des Trainers beobachtet wird. Aber ja, wenn das eine Frage ist, dann nehme ich dazu auch ganz Stellung. Ich denke, es ist ja legitim, dass sich die Mannschaft und die Fans und auch der Verein freuen über den Sieg. Und ich glaube, jeder weiß, dass ich mich als Trainer auch sehr freue über den Sieg. Aber ich bitte einfach auch ein bisschen um Verständnis darum, dass es an dem Spiel ein besonderes Spiel war. Denn wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, gegen den FSV Frankfurt, die durch diese Niederlage mit 1,5 Beinen in der dritten Liga steht. Und durch diese Niederlage nicht nur Spieler, sondern auch Mitarbeiter des Vereins ja, vor Existenzen stehen, die gefährdet sind. Und ich bin, wie ich bin. Und ich habe eine innere Struktur, die auch Demut, Respekt und Fairness beinhaltet. Und deswegen, glaube ich, ist es normal und es steht auch ein Trainer mal zu, wenn er nicht ausgelassen durch die Gegend springt und sich freut, sondern das mehr innerlich tut und es auch den Spielern ja, gegenüber gibt. Und an dem Spieltag ist es einfach so, dass ich da Sportsmann bin und in meinem Leben noch nie auf jemanden getreten bin, der am Boden liegt. Das tut man nicht, das macht man nicht. Und das hat für mich in meiner Rolle als Cheftrainer hier ein bisschen was mit Respekt zu tun. Es ist mir auch egal, wie das gesehen wird von außen, ob ich da vielleicht nicht in dieses Showbusiness passe. Das ist mir völlig egal. Ich bin, wie ich bin. Ich gehe meinen Weg und das gehört und steht zu mir. Und so bin ich und so bleibe ich. Dankeschön, Conny, bis hierhin. Ruben, bevor wir dir eine Frage stellen, würde ich sagen, bevor hier alles abfackelt, du darfst die Kerze auch gerne auspusten und dir was wünschen. Und ich verspreche dir, wir fragen dich auch nicht, was du dir gewünscht hast. Also ich hoffe, es hupt. Das war nicht so einfach. Probier es nochmal. Professionellst. Dann zum Sportlichen. Ruben, zwei Spiele noch. Die Saison ist eigentlich, oh, das sind Wunderkerzen, die gehen immer wieder an, auch nicht schlecht. Sehr schön. Ist auch ein Zeichen. Gut, gerne noch für die SWR-Kamera ein schönes Bild. Ja. Jetzt aber. Hoffentlich. Oder? Hoffen wir mal, dass es ausbleibt. Wenn nicht, das ist auch ein gutes Zeichen. Ruben, zwei Spiele noch. Es geht in der Tabelle nicht mehr nach oben, nicht mehr nach unten. Es geht natürlich noch um einzelne Plätze. Wie groß ist die Motivation jetzt noch bei der Mannschaft? Kerze geht übrigens nie aus. Das ist auch toll. Ja, also für mich persönlich ist es immer wichtig, ein Spiel zu gewinnen. Ich denke auch für die Mannschaft. Jedes Mal, als wir auf den Platz stehen, wollen wir 3 Punkte holen. Wir wollen gewinnen. Wir wollen ein gutes Spiel zeigen für die Fans und für uns selbst. Dann auch habe ich persönlich nie in der unter Tabellenhälfte eine Saison beendet und hoffentlich auch nicht dieses Jahr.
Danke, Ruben, bis hierhin. Jetzt ist Zeit für Fragen.